Willkommen zurück hier bei Let's Play The Last of Us 2 in der letzten Folge. Haben wir das Rätsel hier gelöst? Ich gehe hier noch einmal kurz gucken, um zu schauen, ob sich das gespeichert hat. Hier liegt noch Munition rum. Es hat sich nicht gespeichert. Das hatte ich mir schon gedacht. Das machen wir dann, das müssen wir halt nochmal ganz schnell neu machen. Das hatte ich mir schon gedacht, denn die letzte Aufnahme war... Ich hatte dann beendet, das tauschen wir mal kurz. So. Jetzt müssen wir irgendwie da nochmal reinkommen. Aber ja, in der letzten Folge hatten wir das ja eigentlich schon mal gelöst. Und jetzt müssen wir es nochmal kurz neu machen. Hi. Hi. Danke. Ist jetzt noch irgendwas Neues? Sieht nicht so aus. Übrigens, in der letzten Folge hatte ich mich ja beklagt, dass mein zweiter Monitor ausgefallen ist. Er funktioniert mittlerweile wieder. Fragt mich nicht, warum. Also, das Ding ist mittlerweile einfach nur noch strange. Und, das haben wir schon gelesen. Okay, ich weiß nicht so recht, was ich dazu noch sagen soll. Ich denke, es wird trotzdem bald Zeit für einen neuen. Da werde ich mich jetzt demnächst mal, denke ich mal, drum kümmern. 17, 38, 07. So. Moment. So. 17. 38. So. Here we go. I like all of this. Cool. Was soll ich noch sagen? Es ist mega strange. Ich weiß auch nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Ich verstehe es auch nicht so ganz, muss ich sagen. Okay, mit ihr ist es so, mit ihr müssen wir noch Messer selbst anfertigen. Das hätte ich allerdings dann doch lieber. Genau, ich denke mal, es lag vielleicht echt an der Hitze oder eventuell ist auch einfach irgendwie die Verbindung abgebrochen. Ich habe jetzt allerdings auch wieder meinen Windows-Sound gemutet, was eventuell ein Fehler war. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. I don't know. Das Leben ist merkwürdig. So viel kann ich euch sagen. Ich muss einmal kurz, ich würde doch ganz gerne erstmal die Waffe behalten. Deshalb, jetzt funktioniert er wieder. Ich finde es gut, weil dann sehe ich wenigstens, was abgeht. Okay, we'll follow the tracks. That'll get us back on the main road to the FOB. I don't like this. I know. Keep your eyes open. Anyway, over that wall? Ah, ich hab's verbessert. Was ein Scheiß. Hier kommt mehr von ihnen. Okay, die kommen von da. Und von da. Ich hoffe, die da hinten haben es nicht gesehen. Da fangen die Hände wieder an zu schwitzen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ach, noch einer. So nervig. Okay, da kommt auch noch einer. Okay. Fuck. Ich glaube nicht, dass dir noch viele Leute antworten werden, mein Schatz. Da kannst du pfeifen, wie viel du willst. Aber deine Freunde sind gone. Ich glaube, ich muss hier jetzt auch mal ganz klar sagen, also ich feiere gerade beide Parteien nicht. Und ich habe auch für beide gerade nicht viel über, außer, weiß ich nicht, Verachtung. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde beide Parteien immer noch absolut beschissen. Ja. Ich denke, da tut sich auch nicht viel. Oh, fuck. Tschüss. Okay, es sind halt noch mindestens drei da. Die sehen aber auch alle ganz weird aus. Okay, es sind noch mindestens vier. Problematic. Du solltest da mal lieber ganz schnell verschwinden. Oder doch nicht, bin mir nicht ganz sicher. Es sind immer noch drei. Die Sache ist, wir könnten uns gerade eine kleine Schießerei erlauben. Komm, fuck it. Was eine Frechheit. Ja, das war's halt schon. Holy shit. That it? I don't see any more. We need to move. Dementsprechend denke ich mir halt, ja, kann man halt jetzt mal machen. Wenn man halt die Munition sowieso gerade über hat. Klar, das hat mich jetzt ein bisschen Leben gekostet, aber ich glaube, das ist gerade okay. Und ich habe auch keine Lust, jetzt die ganze Zeit wieder rumzuschleichen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das fuckt auf Dauer auch ein bisschen ab. Und so ein bisschen Action können wir hier auch mal machen. Okay. Der hatte auch noch ein bisschen Munition. Und ja, allgemein gibt's gerade nicht ganz so viel zu berichten. Ich bin gerade einfach nur froh, dass mein Monitor wieder funktioniert.
Ist halt übel der Scheiß. Ich weiß auch nicht, ob die Steuergeräusche schon auf Aufnahme waren, weil ich die Sachen noch nicht geschnitten habe. Aber da kümmere ich mich mal drum die Tage und dann werde ich sehen, ob ich es auf Aufnahme hatte oder nicht. Ist natürlich trotzdem dumm. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Look, we're almost there. Through here. Packt mich nicht ab, ich muss mich hier noch in Ruhe umschauen. Also nervt mal gerade nicht. Ich muss mich erstmal in aller Ruhe hier umgucken. Allerdings geht hier jetzt auch nicht mehr so viel, wie ich das sehe. Mann. Squeeze this as hard as you can, okay? Holy shit. I didn't even feel it. Hey, we got two. Okay, he's got a gunshot wound to the hand. Almost a compliment. Go get help. Stay, Allison. Come on, it's this way. Sit. That was a lot of blood, right? She shouldn't be out. She'll be okay. She'll be okay. Here. Hey, come on, girl. This is Alice. Come on, Alice. Good girl. Thank you. These new recruits, I don't trust them. Thanks again, guys. Hey, Danny, hold up. You're top dogs. Know what's going on?
What do you mean? We've been stationed here for 3 days with nothing coming down the pipe. Then you should be thanking us for getting some action. Come on, you owe us one. Can you find out what's up? Okay. Well, let us check in first. We'll get back to you. All right, thanks, Ben. See you, Abby. See ya. What the hell was that about? No idea. Komische Leute gibt's. Ja, aber wie wir schon sehen, das sind vielleicht doch ein bisschen mehr als gedacht. Checking in. Hey, you two. What you got for us? No assignment. Just says report to Isaac. Both of us? Yeah. Never been this busy here. Something's going down. You better find Isaac. We should make sure Mel's okay first. Das sieht ja alles nicht so gut aus. I don't know any of these people. You? Hey there, Abby. Hey, Abby, come here, Seth. Ja. Yeah? Heard about your ambush. Where'd they hit you? Right around here. Near the warehouses. Oh, shit. They keep slipping past our lines. Hey, you know where Isaac is? He was here a few minutes ago. Okay, thanks. We'll look around. Lernen wir den endlich mal kennen? Das ist ja mal interessant. Ich sehe gerade, okay, meine Aufnahmen laufen alle vernünftig. Ich war schon wieder ein bisschen paranoid. Irgendwas ist hier aber, glaube ich, nicht ganz okay. Da komme ich auch nicht durch. Ich glaube, ich soll da rein. Der Typ steht hier auch. Looks pretty bad, huh, Doc? I've seen worse. Hold still. Yeah. Hey, man. Feeling better? Pain meds are kicking in, so... Yeah. Hang in there. How's the hand? Well, I'm gonna keep most of my fingers. Brother, you only need three. Right? Dude, chest dressing looks clean. How's this? Die kennen wir alle nicht. Speak of the devil. Hey guys. How you doing, Melon? Just a few more stitches and I'll be good as new. You guys need to convince this girl to relax. Hey Mel. Relax. You got it. Hey, I need some muscle, so can you two give me a hand with something? Sure. Don't move. I'll just be here. Relaxing. Nora, have you had a chance to relax? I'm shipping out to the Westside Hospital in a few. Orders are to get everything. How's Mel? Really? Well, the baby's vitals were a little elevated, but I'm not worried. Someone should get word to Owen. He'll want to be here for her. Yeah. I need to show you guys something. What is it? Follow me. In der Leichenhalle? Oh my god. Are these all ours? Yeah. And more are coming in by the hour. You can't tell Mel, alright? Nora. Just not yet. Come here. Who's in that body bag? Shit. It's Danny. Where's Owen? I don't know. A few days back, there were some scar sightings out by the marina. Danny and Owen were sent on a sweep. And this morning, the guards found Danny collapsed by the perimeter fence. He'd walked himself back with a bullet in his stomach.
Pinches Escars, hijos de puta. Isaac talked with him until he passed, but as far as I can tell, there's no units going back that way. So what about Owen? Did you ask Isaac what happened? Yeah, I tried. But he gave me that fucking look, and then he told me to keep quiet about it. Which means you can't say shit. Owen's a big boy. I'm sure he's fine. Where is Isaac? I'll be discreet. Last I heard, he was in the apartments. Okay, I'm gonna go check up on Mel, so let me know what you guys find out. Yeah. Why the hell hasn't Isaac sent out a search party for Owen? Maybe he hasn't, just didn't tell Nora. I fucking hope so. We're looking for Isaac. He's inside. Going in. Thank you. Damn, look who it is. Sup, fellas? Got time for a game? Can't. Here for Isaac. Whatever, big shot. Not my fault I'm so good at what I do. Mm-hmm. See you around. I don't miss this place. Fuck. Da müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt fragen. After our morning, I wouldn't mind a few minutes with these guys. I hear that. Naja, ihr müsst euch nicht unbedingt wundern, dass es hier so wieder so Auge um Auge, Zahn um Zahn mäßig wird. Und ich meine, schaut euch hier nur mal vernünftig um. Macht mal eure Augen auf. Ist das hier für euch so, wie es sein sollte? Hey, Abby. We need to go up. Isaac's in there. Oh. Do you know if he'll be long? Said to get him when you two arrive. Come on. Sir, Abby and Manny are here. Jetzt wird's spannend. Ich hoffe, man hat da gerade nicht zu viel gesehen, dass ich irgendwas blurren müsste. Aber ihn kennen wir nicht, oder? You two ran into some trouble. No losses on our side. Just some minor injuries. Can't say the same for them. Wish I was hearing more of that. Never seen the base this packed. And give it another day. Still waiting on some units. What's going on, boss? These small skirmishes. Can't keep going like this. Then what? We could try another truce. But how long before some asshole on their side or our side unravels the whole thing? Has to be all of them. Sir, we'll try attacking their island. Not like this. Not with everyone. There's a big storm a few days out. We're gonna use it to mask our approach. You two are gonna lead the first wave. Pick your squads, start prepping. I want Owen. When are he and Danny getting back? Who talked, Nora? No
secrets between the Salt Lake crew, huh? Is someone okay? As far as I know. Then why didn't you send a search party after him? He shot Danny. Apparently to protect some scar. It's bullshit. Excuse me? That's not Owen. You got it wrong. You're saying Danny used his last breath to lie to me? Sir, people hear that story. Owen's dead. Anyone who finds him, they'll gun him down for sport. Then I suggest you all stop gossiping about it. Let me go after him. I'll walk him back in. We'll get to the bottom. No. You said yourself the storm's a few no. days... No. We've only got one shot at this. And this is bigger than any of us. Definitely bigger than Owen. If he turns up, then fine. I'll give him the benefit of the doubt. And we'll get to the bottom of it. I need you, Abby. Yeah? Yeah. I get it. Good. Look over the plans and go through your roster. Grab some food. We'll talk later. No way Owen killed Danny over some scar, right? What? No. Abby, don't. I'll be back by morning. You just gotta cover me till then. Isaac will kick your ass. Not before the assault. You heard him, he needs me. If Owen's out there, how the hell are you going to find him? I know where he'll go. Stop it. I'm gonna kill you. What? Seriously, stop it. All right. Why don't you come on over and enjoy this view with me then? It's great. It's the best. Oh. Come on. We made it all the way up here just so you could wimp out on the last two steps. Yeah. Yes. Deal was to get up here, so. All right, here's what's gonna happen. You're gonna get your ass over here, sit on the edge, or you can go down here on the kid seat and look at this view with me. We can't miss training. Really? Not even just for one night? No. Can we talk about it? It's getting late. Yeah. Okay. Don't. Do not. It is too high. Oh, my God. Oh. You know, I don't think I can live like this anymore, Abby. Owen. I'm serious. I will break up with you. Owen. I always loved you. Don't! Owen! Das ist schon irgendwie creepy. Here, you asshole. You jumped? And I missed it? I thought you drowned. And you came to my rescue?
No. I came to make sure you drowned. I found something pretty awesome. What? I think you're gonna have to follow me to see it. Gut, an der Stelle würde ich dann aber auch mal die Folge beenden, bei diesem Cringe-Date. Immer eine Bewertung und einen Kommentar, freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, was der uns so Spannendes zu zeigen hat. Meine Güte, was ist denn heute wieder los? Ich bin sehr gespannt und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.